Ja, ist Tutorial zu dem Badland Clockwork. Also, wenn ihr den reinzieht, dann seht ihr diesen A-Punkt Cloak, den müsst ihr einfach da reinziehen. Und hier ist der. Was ihr da machen könnt, ist, wenn ihr draufklickt, habt ihr hier eine User-Data. Also, ja, egal. Dann könnt ihr erstmal ein Band einstellen und davor auch die Richtung, in welche Richtung es gehen soll. Also zum Beispiel, falls es ein bisschen nach links gehen soll, könnt ihr das auch einstellen. Und hier bei Texture könnt ihr einstellen, ja, welche Textur das sein soll. Ich weiß nicht, wie man die Textur bekommt. Geht einfach hier oben auf Band App Data Prozent und Minecraft. Dann Assets, Badline Client, Objects, Badline, nee, Assets, Minecraft, Badline Client, Textures, Cosmetics, Cloak. Diesen ganzen Pfad ist in der Beschreibung, also dann könnt ihr einfach hier reinkopieren. Dann könnt ihr euch irgendein aussuchen, zum Beispiel, ich gehe mal auf irgendein zufälliges, zum Beispiel das hier, doppelklicken, ja, das Escape. Warum das umgedreht ist, ist schon richtig, also ich würde euch nicht empfehlen, dass ihr das jetzt irgendwie dreht oder bewegt, denn wenn wir jetzt den schönen Weg reinziehen, dann ist es schon in der perfekten Größe und so, und wir das dann machen können, dass es sich mitbewegt, also macht ihr einfach A Punkt, tu das in A Punkt Body 3 und ja, wenn ihr jetzt den Rück bewegt, dann seht ihr, dass sich das Cape mitbewegt, aber macht das auf jeden Fall nicht in dieses A Punkt Body, weil wenn ich das mache, ihr werdet schon sehen, ja, bug drum, aber macht das in dieses A Punkt Body 3 und erstmal, wenn ihr abhängt, hier oben eingibt, dann das auswählt, dann könnt ihr auch immer wieder hier zurückkommen und das Ganze einstellen. Und das war's.